1, 2, 3, 4. Ärmchen, Stromversorgung, alles ran. Da, 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 da. Rein, 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 rein. Das Water Begone kann da mal raus, das kann da mal raus. Steuerung mittlere, ne? Ja. Das kann raus. Mach das mal leer. Genau, mach das mal alles leer. Steuerung mittlere, das kann da bleiben. Das kann auch da bleiben. So. Ein Roboter frei. Frei. Freilassen, verdammt. So. Was ich gerne hätte, wäre dich da festmachen. Dich da festmachen. Und wir haben keinen Stahl und kein Plastik. Kein Stahl und kein Plastik. Ja gut, dann stibitzen wir mal kurz bei den roten Chips den Plastik. Da. Und hier oben hoffentlich ein bisschen was an Stahl. Nicht viel, aber ein bisschen. So, du. Ist auch auf meiner Liste, das zu automatisieren, aber nicht jetzt wegen, ne? Eisen sieht nicht so super toll aus. Ja, also es geht, aber nicht so super toll. Genau, du, da, Kisten. Zip, 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 zip. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Roboter werden gleich fliegen. Und das jetzt nochmal bauen. War der Plan, ne? Ich hätte noch 4 da. Ja komm, bauen noch 4. Dann haben wir 16. 16 Labs. Das ist, ja. Gut. Und mit den 16 Labs machen wir dann, sobald das da durch ist, die ganze Rot-Grün-Geschichte. Und danach werden wir die da abreißen. Wobei, ich muss hier nicht gleich ein ganzes Doppelpack machen. Ich kann hier auch einfach abbrechen, 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 abbrechen. Ich kann einfach nur 4 hinsetzen. Gib mir bitte davon noch ein paar mehr. Ja, versuch das Muster zu halten, Gerudan. Das ist ein sehr schöner Witz. Da, da. Da wäre der. So, dich da festmachen. Da. 1, 2, 3, 4. Sollte auch echt ein paar Bauroboter bauen für Blaupausen. Ich glaube, du stehst ja falsch. So. Dann nochmal 4 Kisten. Nochmal 4 Ärmchen. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Wir haben keine roten Tränke mehr. Sehe ich das richtig? Oh Mist, ja, weil ich es nicht angeschlossen habe. Bau 2. Das ist natürlich peinlich. Da bitte schön, go. Warum willst du kein Kupfer? Achso. Voll, was? Das gucke ich mir gleich an. Du erstmal Kiste hier, du Kiste da, go. Genau, ich hatte hier gesagt, dass sie keinen Kupfer angeflogen haben wollen sollen, weil es von dem Fließband kommt. Du arbeitest allerdings nur, wenn in der Kiste weniger als 10 sind. Ja, okay, klappt doch alles so, wie es klappen soll. Okay. Eisenzahnräder kann ich ja auch mal hier oben ein paar mitnehmen. Hier reinschmeißen, sollte alles okay sein. Du verballerst jetzt weiter unseren Stein und wieder neue Eisenzahnräder, Steinzahnräder herzustellen. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Gib mir die Tränke. So. Und die Roboter nicht vergessen. So, hier sieht es schon mal gut aus. Gib den Jungs mal Licht. Da sieht es gut aus. Hier ist überall kein Rot. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, also das kann ich eigentlich jetzt schon wieder in die Tonne treten, das Ding hier. Ich mach das weg, es werden sonst nur die Tränke auf zu viele Dinger verteilt und... Ja. Schade. Schade, schade. Ich bräuchte dafür mindestens noch eine rote Trankfabrik, eine grüne Trankfabrik, damit das alles so weit hinhaut. Hab ich noch nicht. Und die MK-Dinger sind noch ein bisschen weiter weg. Schade. Na gut, wir...
Kann man irgendwo grüne Chips schnappen? Warum? Nein. Ach, Mist. Das war doof. Ich dachte, das wäre mein Personal-Logistik-Slot. Dabei hatte ich die Kiste offen gehabt und habe bei der Kiste eingestellt, dass er gerne grüne Chips hätte. Ja, okay. Du hast kein Eisen. Gib mir ein intelligentes Ärmchen. Gib mir ein rotes Kabel. Brauchtest du gar nicht, ne? Doch, brauchtest du, wenn du mit der Kiste verbunden sein wolltest. So, du. Was? Woher weißt du, was ich will? Du weißt es nicht. Und schaufelst jetzt Kupfer rein. Du bist damit verbunden. Du bist nur mit der Kiste verbunden. Warum baut es da Kupfer rein? Okay, du. Eisenplatten. Das scheint die nicht zu behindern. Ich will Kupfer. Ich will weiter Kupfer. Ist mir vollkommen egal. Sind die beiden roten Netzwerke jetzt irgendwie verbunden? Das könnte natürlich sein. Och, Jungs, ihr macht mir das Leben echt schwer hier. Gib mir grüne Gabel. So, pfumm. Du schaufelst weiter. Ah, jetzt schaufelst du wenigstens das Richtige. Aber auch zu viel. Ja, jetzt machst du das Ding nämlich voll. Okay, neuer Plan. Jetzt machst du jetzt keinen Strom, wir brauchen nur mal das Kupferkabel. Bau mir ein Kupferkabel. So, verbindet das da mit dem da. Jetzt haben die Ärmchen wieder Strom. Gut. Nimmst du jetzt grün? Boah, ist das schwer zu erkennen. Du da, du da. Und dann sagst du bitte Green Wire Connection. Eisenplatten unter 50. So, ich nehme die Eisenplatten raus. Fing an, das aufzufüllen. Alles ist gut. Okay. So, Draht. Gib mir Draht. Gib ihm Draht. Kann doch nicht so schwer sein. Wow. Damit sind die Roboter gerade ausgelastet. Unser Kupfer hin und her zu fliegen. Gib mir all unser Kupfer. Gib mal die Hälfte dahin, die andere Hälfte dahin und gib mir aus der Kiste ein Stack zurück. So. Ja, also es fängt an. Ressourcenverbrauch wird immer höher. Wir müssen nachziehen mit mehr Mining Drills. Das bedeutet mehr Stromversorgung, das bedeutet mehr Smog, das bedeutet mehr Angriffe, das bedeutet mehr Lasertürme, die wir noch gar nicht aufgebaut haben. Und so weiter und so weiter. Todesspirale des Todes. Warum? Ich wollte alle da reinlegen. Hä? So. Komisches Ding. Aber ja, und ich will das eigentlich gar nicht. Ich will diese Todesspirale nicht, aber es geht nicht anders. Vorerst. So, du bist leer. Das ist nicht gut. Ich kann mal die Felder nicht so wirklich gut ran jetzt gerade. Kann das. Naja, ich kann es einfach umdrehen. Ich mach das einfach so. Stell den Schmelzofen dahin und leg das dann da raus. Genau. Da, bitteschön. Jetzt baust du die Felder da ab und auch das, was unter dem Feld da ist. Das ist gut. Du bist am Forschen. Ihr habt immer noch keine roten Tränke. Obwohl da 82. Mist. Das war. Ja, definitiv zu wenig Kaffee. Also einmal das mit dem Logistik-Requester-Ding in meinem Inventar, das nicht in meinem Inventar war, sondern die Kiste. Und jetzt da die falschen Kisten. Das sind keine guten Anzeichen. Aber wenigstens werden wir nicht angegriffen. Wenn ich solche Fehler mache, während wir angegriffen werden und die Basis untergehen könnte, dann wäre es garstig. Aber jetzt ist es einfach nur Schusseligkeit. Das ist okay.
Roboter. Quote halten und so. Wir hatten die roten Engines in Auftrag gegeben. Die müssten jetzt fertig sein. Um die 20 Stück. Und das sind sie. Genau, 20 Stück. Dann bauen wir jetzt die Frames. Das dauert mal eben locker 3 Minuten oder so, die zu bauen. Was ich ein bisschen garstig finde, aber na gut. Und dann die Roboter. Die Science Packs soll ich auch noch abliefern. Und da, habt ihr das gerade gesehen? Das war so ein Ausstreuen von Robotern. Mit 600 Stück sieht das auch richtig episch aus, aber mit 42 ist das nicht so toll. Immer dran denken, jede Folge wird es mir geben. Immer dran denken. So, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann vorerst weg. Warum habe ich noch eine Secondary Steam Engine im Inventar? Holz kann weg, ein Eisen kann weg. Was holt ihr euch? Ah, okay. Holt euch die Science Packs. Obwohl eigentlich noch alle genug haben müssen, dürften, wie auch immer. Nächstes Problem. Die Kisten sind... Oh Gott. Kann mich irgendjemand erschießen, bitte? So, ja. Hälfte da rein, Hälfte da rein. So. Jetzt holt euch ab, verteilt sie ordentlich. Ja, okay. Dritter Fehler. Es häuft sich. Aber dafür haben wir jetzt gleich Strom, alles ist gut. Dann kann ich die nächsten gefühlten 3-4 Folgen damit verbringen, das Muster neu aufzubauen. Beziehungsweise mir erstmal zu überlegen, welches Muster jetzt richtig ist. Denn... Also, fangen wir mal hier hinten bei dem Strom an. Richtig. Nicht nachvollziehbar, aber sieht richtig aus. Richtig. Falsch. Nochmal falsch. Es sind zwei Felder, die falsch sind. Ich mach mal den da weg. Und ich mache jetzt da drüber so, wie es... Was? Das ist hier doch richtig. Das heißt, nur du bist falsch? Stopp, nee. Ich habe... Ja, nur hier irgendwo einen Fehler gehabt, den habe ich gerade weggebaut. Der hat nicht das andere beeinflusst. Warte mal. Richtig. Dann ist die ganze Reihe hier richtig. Richtig. Falsch. Du müsstest also hier hin. Ihr müsstet dahin. Das passt sogar noch. Aber hier überall anders nicht. Wie mache ich das? Ich könnte die Stellen, wo die Platzhalter sind und wo die eigentlichen Substations sind, vertauschen. Dann könnte es in manchen Situationen hinhauen, aber dafür in anderen wieder nicht, wie hier zum Beispiel. Das müsste ein weiter nach rechts. Dann wäre die Substation genau da drauf. Das heißt, ich müsste den Tank drehen, dass der Ausgang woanders ist. Dann müsste ich hier aber auch das Rohr unten. Ne, es geht nicht. Wobei ich denke, das hier neu aufzubauen, geht schon fast schneller. Ich habe ja langsam Übungen in den ganzen Flüssigkeitssachen. Geht fast schneller, als die ganzen Fabriken neu einzustellen. Mit dem Friemelkram. Ja. Damit ist es für mich schon halb beschlossen. Also, bau weiter, während du am Reden bist. Die Roboter. Mach einfach, okay. Wir übernehmen das Muster von hier. Und reißen dann, also erstmal lassen wir alles so, wie es ist und merken uns einfach nur, dass das Muster hier falsch ist. Das kriegen wir ganz einfach hin, indem wir hier keine ordentlichen Substations hinbauen. Das heißt, das Warnsignal für mich ist, wenn irgendwo alte Poles stehen, ist es ein altes Muster, das nicht angepasst ist. Gut ist. Und dann können wir das später irgendwann einmal in so einem Schwung neu bauen. Und da sind sie endlich. Sehr gut. So, um das hier ein bisschen zu beschleunigen, würde ich ganz gerne Ressourcen abgreifen. Gib mir Draht. Was? Ich frag nicht nach. Ist okay.
Irgendwie haben wir gerade ganz viel Chips bekommen. Habe ich irgendwo was abgeklemmt? Ja, gut. Okay, wir haben Draht, wir haben Chips, wir sind toll und so Zeug. Dann bau doch bitte auch das hier mit den eigentlichen Ressourcen. Achso, Kapazitoren haben wir auch irgendwo. So, selbst die müssen wir nicht so herstellen. Einfach, naja, ja, einfach mach mal. So, raus, raus, raus. Alle Roboter sind im Beschlag. Aber ja, das irritiert mich gerade ein wenig. Also ja, ich habe den Robotern geholfen mit dem Draht reinlegen und Kupfer zu den Dingern da bringen und so weiter. Dadurch konnten sie effektiver arbeiten, also die restlichen Ressourcen verteilen, aber der Schwung ist gerade ist... schick. Definitiv schick. Sag kein Wort. Definitiv schick, huh? Vier. Vier.